Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Alles klar, und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem dritten Teil, dritte Folge. Und ja, wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben bei der Nachtfahrt, da machen wir auf jeden Fall weiter. Streckenzeit 5 Minuten 12, bestes Ergebnis erwarteter Gewinn. Wir haben noch gar keine Erwartung, ne? Wir sind absolut niveaulos, wir reiten einfach mal drauf los und gucken mal, was die Welle bringt. Beziehungsweise eher, was die Straße bringt oder die Passagiere. Und ja, ausgewählt haben wir. Wir starten die Fahrt. So, mit unserem Citaro K Mercedes natürlich. Wetter lassen wir mal zufällig. Schnellstart machen wir natürlich aus. Ja, wir wollen natürlich bis zum Bus laufen, in den Bus einsteigen und nicht direkt im Bus sitzen und schon auf der Straße sein. Umgekehrte Strecke, Loop oder Rundfahrt lassen wir auch mal aus. Too Early Event aktivieren wir auch mal nicht, da ich erstmal generell klarkommen muss mit dem Fahren. Ich habe den 16er noch nicht gespielt, den 16er Teil. Dementsprechend mit dem 18er ist es mein erster Bus-Simulator. Verzeiht mir, wenn ich daher ab und zu mal ein bisschen zu pünktlich bin oder zu spät. Ne? Ist halt am Anfang so. Fahrkartenautomat lassen wir aber aktiviert. Ne? Also Schwarzfahrer wollen wir natürlich nicht haben. Dementsprechend versuchen wir die auch zu reduzieren. Und natürlich Fahrsimulation realistisch. Ich würde mal sagen, starten einfach mal direkt nach. Und landen im nächsten Ladebildschirm. Ich finde die Ladebildschirme übrigens sehr interessant. Hä, was? Ich habe doch mein Lenkrad. Hä? Lenken, was? Hä? Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Aber ich habe doch mein Lenkrad. Mal eben nachgucken. Einstellungen, Steuerung, Lenkrad. Das funktioniert. Bremspedal funktioniert. Lenkrad funktioniert auch so. Man hört es hier auch. Funktioniert. Wir schauen einfach mal nach. Wir müssen aber erstmal mit WASD latschen. Das sieht immer so albern aus. So, Tür entriegeln. Türen öffnen. Dann muss ich das Tor eigentlich auch hochfahren. Ah. So. Hinsetzen. So. Kurz gucken. Das funktioniert doch. Das funktioniert. So, haben wir Start irgendwie schon auf der Tasten? Nein. Gut, dann würde ich sagen. Ah doch, haben wir. So, alle Türen sind zu. Gucken wir, ob ich das noch kann. So, wir legen den ersten Gang ein. Oder den Vorwärtsgang. Ah, Handbremse. So. Haben wir irgendwie noch Licht oder sowas? Aussteigen nicht möglich. Okay. Warte mal, Licht war mit K. So, wir fahren aber los. Ich würde sagen, wir blinken erstmal. Nichts los auf den Straßen. Sehe ich da gerade. Beziehungsweise sehe ich da nicht. Und. Nächster Halt, Astra Promenade. Erstmal langsam ran. So. Moin Jungs! Eine Fahrkarte. Aber sicher doch. Einzeltyp Standard. Einmal drucken. So, Wechselgeld 2,80 Euro. Einmal. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Auch Einzel.
Einzelstandard. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ein Tagesticket. Nachts-Tagesticket. Natürlich auch Standard. Wie immer aus. 3,80 Euro. Sofort. Endlich haben wir auch eine Anbindung. So. Alles klar. Okay, sitzen alle. Alter, das ist wieder laut, ey. Ist das wieder laut? Schon besser. Wir müssen jetzt warten, bis die Autos da weg sind. Das ist sehr nett von dir, dankeschön. Dann dürfen wir fahren. So. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Hä, hey, fahren mit verriegelten Türen? Ach, fuck. Das ist echt nicht mein Wetter. Ohne Momento. Ich hab was ganz vergessen. So. So. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass die Tür, dass das Ganze an war. Ja, können wir das irgendwie sagen oder so? Das halte ich nochmal eben direkt an, Momento. Oh, sorry, ich mach's leiser. Dankeschön. Dann kann ich auch wieder einsteigen. Darf man das eigentlich während der Fahrt eben so aussteigen oder so? Also so mal eben so, ne, anhalten? So, ich bin mit ein paar Sekunden Verspätung. Dann gehen wir mal ein bisschen falsch hier. So, ich halte schon mal den Blinker bereit. So, ganz geschmeidig, ne? Mit einem absolut verkrampften Fuß gerade. Ein bisschen nach hinten schieben. Der sieht schwarz. Okay. Oh nein. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Okay. So, jetzt habe ich den Blick an. Dankeschön. Ich bin sehr verspätet. Ich weiß ja nicht, warum oder woran es liegt. Nordspeicher, alles klar. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr spät dran. So. Oh, das war sehr eng. Cool. Das kann ich einfach so machen, so. Aber da, wo ich gerade drauf zeige, kann ich hinklicken. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Die von der Straße futtern, oder was? Ganz die Zigarettenstummel und so aus. Runterkratzen. Essen. Oh, leck mich doch am Arsch. Alter, fahrt doch endlich. Mein Gott, kann ich eine Hupe haben hier in der Mitte so? Wo ich da draufhauen kann? Muss die fahren? Ich dachte, wir wären hier auf... Mein Gott. Ich dachte, ich wäre hier auf der Hauptstraße oder so. Sind wir doch hier. Da, wir sind auf der Hauptstraße. Also eine Ampel sehe ich da nicht. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Ja, Mann. Ich weiß. Ist ein ganz bescheuerter Dialog von mir. Finde ich auch. So, jetzt muss ich
voll spät. Mit einer, über einer Minute Verspätung, weißt du? Nur wenn ich, weil die Straße zu ist. So. Mach das mal ein bisschen tiefer hier. So. So, sind alle raus? Nein, noch nicht. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Alles klar. Dann würde ich sagen. Ich danke Ihnen, mein lieber Autofahrer. Sehr höflich. Besser als in Deutschland. Da kriegen Sie es nicht geschissen. Oh, oh, oh. Da ist mir das Lenkrad weggezogen. Oh, wir müssen ein bisschen wieder höher, an sich ein bisschen mehr. Können wir eigentlich gucken, wie viel Geld wir haben? Nein, können wir nicht, okay. Dachte. Ich habe jetzt eigentlich noch 10 Sekunden Zeit. Aber in 10 Sekunden schaffe ich das dahin nicht. Mit Sicherheit nicht. Und wenn. Alter, ich muss mal ein bisschen vom Bordstein wegkommen. Ich bin auf der Vorfahrtsstraße, alles klar. Dann können wir ja Vollspeed geben. Ein paar Sekunden wieder Verspätung. Ah, noch geht das Ganze. Jo, lauf noch gegen die Tür vor. Tag und Standard. Abfall, was? Danke, ein Fahrkarte. Einzeltyp Student. So. 3,20 €. Alle drin? Ich wollte schon sagen, Alter, die halten aber irgendwie alle an. Der Schwachsinn, der jetzt nicht anhalten würde. Stockerplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, Mann, Alter, schon wieder so ein scheiß Dialog. Ey, gibt's ja gar nicht. So, Nachtfahrt. Aber irgendwie ist es irgendwie nicht Nacht, sondern eher so früher Abend, würde ich sagen. Also von Nacht ist hier wenig zu sehen. Na komm. Ja, fahr doch. Du Arsch. Fahr doch. Alter, was ist das hier für Dauerbremse hier? Gibt's doch gerade nicht. Ficken, Alter. Arschkarre hier. Wie fährt der denn? Der fährt ja schon wieder da vorne vor uns her. Ich bin sogar sehr froh. Bisschen weit, ne? Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele Menschen. Jemand hinterließ Müll während der Fahrt, du solltest ihn einsammeln. Dann machen wir das mal eben fix. Eieieiei. So, Müll haben wir eingesammelt. Ist hier noch sonst irgendwas? Sonst ist nichts da. Alles klar, dann gehen wir wieder rein. So. Ist uns der LKW noch vor? Tatsache. Kommt man noch rum? Geil. Ich müsste mal nicht ganz so sanft treten, sondern ein bisschen, Alter. Bisschen kräftig auf die Bremse. Du hast die Strecke beendet, kehre zur Garage zurück oder drücke End, um die Fahrt sofort abzuschließen. Wir wollen natürlich zurückfahren. Was für Busfahrer sind wir? Fahr doch, komm! Die halten schon an für dich. Du musst nur weit genug auf ihre Spur fahren.
Ich danke Ihnen. Jetzt mach ich mal zu. Ficken, Alter. Ich komme mit der Größe des Busses noch nicht ganz voran. Boah, wie das gerade leckt, ey. Heilige Scheiße. PC kackt nicht ab, Alter. Boah, ist gerade echt die Schuhe. Das ist gerade echt nicht schön. Tut mir echt leid, Leute, wenn ihr das jetzt alles sehen müsst. Werdet ihr zu 100% sehen. Das ist so wild. Selbst so Fußgänger müssen wir hier achten. Wie geil ist das denn? Linker korrekt eingesetzt, ja. So. So langsam geht's. So minimal. Minimal. Ja, es wird sich leider noch so ein bisschen hinziehen. Hier müssen wir aufpassen. Ah, sehr schön. Wir sind so geschmeidig darüber gezogen, dass mein Lenkrad nichts gemacht hat. Vorhin so direkt so Quatsch! So richtig einmal umgeschlagen. Weil diesmal ganz geschmeidig und ruhig. So wie es sein sollte. So. Ich bin mir noch nicht sicher, vor welches Tor wir müssen. Ich fall jetzt einfach mal hier rein. Passt das? Passt das? Das passt. Sehr schön. So, wir haben die Strecke beendet. Wir fahren einmal wieder rein. Ich fahre erstmal ein Stück weiter. Ey, da bewegt sich einer. Da läuft einer rum. Da laufen mehrere Personen rum. So, wir machen dann mal Motor aus. Zündung aus. Da können wir hier mal eben noch Lichter ausmachen. Das machen wir mal aus. Geschwindigkeitsbegrenzer, aha. Aha. So. Sonnenblende fahren wir mal nach oben. Da haben wir mit Handbremse angezogen. Ganz kurz gucken. Ja, haben wir. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal eben alles ab. Lalalala. Hallo, hallo? Mach was du machst. Ein Schwarzfahrer hatten wir. Alles klar. Ja gut, passt fürs erste Mal, passt das. Nur das mit der Kollision, mit den Unfällen, das war nicht so ganz so gut. In der Kurve war ich auf jeden Fall viel zu schnell. Fahrt startete an Busgarage. Einmal. Geblinkt vorhalten an Bushaltestellen fünfmal. Gute Halteposition fünfmal an Bushaltestelle. An Bushaltestelle abgesenkt einmal. Hä, was? Stimmt doch gar nicht, habe ich jedes Mal gemacht. Passagier davon abgehalten, laut Musik zu hören? Ja, pünktlich an Bushaltestellen 4 von 5 Mal. Bei dem Bus gereinigt einmal. Ja, 3 von 5 Sternen, das passt schon. Das ist schon ganz gut. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, das kann man immer noch nicht lesen. Nächster Schritt, Tutorial überspringen. Gut. Fahrtenstatistik. Die erste Spalte zeigt die gesamten Ausgaben und das Einkommen all deiner Strecken. Ist ja noch nicht viel. dieses Diagramm
wird deine letzten Fahrten dieses Diagramm wird deine letzten Fahrten anzeigen. Klicke auf den jeweiligen Balken, um deine Statistik von vorherigen Strecken anzusehen. Okay. Unternehmensstatistik, diese Spalte zeigt die allgemeine Statistik betreffend des Unternehmens. Unternehmenswert, oh, unser Wert ist ganz okay. Ne? Eine Strecke, ein Bus haben wir insgesamt. Erdgasbusse. Okay. Ja, noch keine Werbung und nur kein Fahrer. Ja? Wir sind die Einzige. Insgesamt gefahrene Strecken, eine, transportierte Passagiere, 14. Insgesamt gefahrene Kilometer 1,5. Ja. Ja, das Durchschnittsgeschwindigkeit 5,6 km/h. Durch die Scheiße, die wir da hatten. Ne? Das Ganze stehen. Bushaltestellen 5, Unfälle 2, Strafzettel fürs Rasen. Ampel bei Rot überfahren wir gut. Werbeeinnahmen noch keine. Gesamteinkommen. Ja, ich würde sagen. Ich sag mal so, für die erste Woche kann man das mal machen, wa? Gut. 26.000. Uns wurde eigentlich ein Bus finanziert, habe ich gehört. Ein neuer Bus. Bus bearbeiten. Skins, Alter. Skins. Du kannst die primäre und sekundäre Farbe deines Busses ändern. Decal erstellen oder so. Ne? Klicke auf das Pluszeichen, um ein Decal an deinem Bus hinzuzufügen. Ah, das sieht doch gut aus. Aber erstmal mache ich hier mal die Lackierung. Was? Ich bleibe erstmal bei Standard. Was haben wir hier eigentlich zur Auswahl? Ach, das ist nur oben zu sehen. Das ist ja doof. Werfen, ja. Okay, meine Busse, Shop. Hey, wir haben das Geld noch nicht. So, Streckenplaner, würde ich sagen. Ja, würde ich auch mal sagen, ne? Wir machen mal eine neue Strecke. So, klicke auf eine Haltestelle, um sie in der Liste hinzuzufügen oder sie zu löschen. Du kannst auch Objekte in deiner Liste, in der Liste verschieben, um ihre Position zu ändern. So, Astra Promenade. Damit fangen wir mal an. Wir fahren. Okay. Läuft. Läuft. Fahren wir mal hier hin. Fahren dann dahin, dann dahin. Wo fahren wir dann nach hin? Warte mal. Wir fahren erst daher, dann dahin, dann dahin. Dahin, dann dahin, um dann nach da zu fahren. Das speichern wir uns mal ab. So, Bus lackieren, fahre bestehende Strecke bei Nacht, ja. Fahre die neue Strecke, bestehende Strecke erweitern, fahre die erweiterte Strecke. Ja, Belohnung 130.000. Ich sag mal so, das lässt sich schon sehen. Wir fahren hier einfach mal bei Nacht jetzt nochmal, die wir jetzt gerade hatten. Wetter und Tageszeit bei Nacht. Sonst war ja alles richtig, genau. Bleibt eigentlich alles so. Also wenn man es einmal eingestellt hat, bleibt das so, finde ich gut. Und ich würde sagen, das Laufen sieht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber sonst würde ich sagen, geht das Ganze. Ich finde es aber sehr geil, dass man hier zeigt, wie das wirklich alles im Bus ist. So, bevor jetzt irgendwas passiert, einmal das bitte. So, einmal sitzen. Das sieht alles gut aus. Wir machen einmal hier Licht an, Licht. Oh, mal was.
Ich würde sagen, starten wir mal die Zündung. Das sieht gut aus. Brauchen wir sonst gerade noch was? Ich würde sagen, das machen wir mal rein. So, Tür ist zu. Können wir hier die Handbremse auch so lösen? Die können wir so nicht lesen, die müssen wir erstmal Knopfdruck lösen. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich... Also, ja, Gang anlegen. Sollte man vielleicht machen und dann können wir loschissen. Zischen. Losdüsen. Weihnachts. Da bin ich jetzt mal gespannt bei Nacht. Hier ist noch keiner. Die erste Haltestelle werden wir jetzt gleich anfahren. Nächster Halt. So, wir sind an der Astra Promenade. Wir halten auch mal ganz gemütlich an. Ganz chillig. So. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar. Also, Typ Dauertag, Typ Standard, Anzahl 2. Danke. Oh, er hat perfekt gezahlt, okay. Alles klar, ich würde sagen, dann... Stimmt, aber Christina, voilà. Ist amputiert. Oh, ich muss niesen. Sehr schön. So, von hinten kommt jetzt keiner. Ja, ich hoffe, auf jeden Fall jetzt gerade keinen gesehen. Auch keiner? Alles klar, da düsen wir mal ganz fix hin. Ich glaube, ich werde krank. Echt? Glaubst du das? Ich weiß es. Denn ich bin dein... Okay, ich bin dein Busfahrer. Alles klar, da ist ein Schwarzfahrer unter uns. Er ist gerade eingestiegen und will direkt wieder raus. Alles klar, so, wir warten. So, wir können eigentlich noch ein bisschen Gas geben. So, 50, oh, 50 passt. 50 passt. Und einmal jetzt wieder rechtzeitig blinken. Langsamer werden. Mal nicht auf die Bremse drücken. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ich brauche eine Fahrkarte. Alles klar, was darf es denn sein? Einmal Typ Tag. Strand. Anzahl 1. 4 Euro und noch 60. Hä? 1, 2? Hä, ich hab doch passend raus. Egal. Ich hab doch passend rausgegeben. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Ach, der schon wieder. Der war vorhin auch schon im Bus. Wir brauchen nur so eine Mittelsicht, dass ich nicht immer die Maus bewegen muss. So, Nordspeicher. So, wir haben hier Vorfahrt. Vorfahrt. So, Blinker setzen. Parkdecke rein. So. Jo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche. Student, Anzahl 1. Wechselgeld 6 Euro. 1, 2, 3. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Typ Einzel, einmal Standard, Anzahl 1. Diese Folge von Winter der Eigenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. 17, okay. Danke. Leck mich an. Wieso habe ich wieder zu viel ausgegeben? Da stand doch 17. 17,80 Euro stand. 17,80 Euro stand da. Da muss man jetzt selber mitrechnen. Der PC zu blöd ist oder was? Aber beim nächsten Mal jetzt. Nächster Halt, Sitzschweige. So. Sehr schön. So, wir dürfen zuerst fahren.
bevor hier irgendein anderer rumfußt. Hier ist übrigens eine Baustelle, muss ich mal mit rechnen. So, und nächste Haltestelle. Sehr schön. So, alle sind raus. Dann würde ich sagen, können wir auch wieder loszischen. Von hinten sehe ich wieder nichts kommen. Oder die haben einfach keine Lichter an. Die sehe ich dann einfach nicht. Das kann auch sein. Echt, wir sind schon wieder an der letzten Station. So, gehen wir jetzt flott.